Hallo euch allen, da sind wir wieder bei Madden NFL 19. Wir sind zurück in der Red vs. Blue Challenge. Wir haben die 12. Challenge des roten Teams zu spielen. Und zwar, diesmal sollen wir in 5 Plays für 25 Yard am Boden Yards gut machen und am Ende einen Touchdown per Lauf erzielen. Okay, das wird spannend. Also maximal 5 Plays, so habe ich das jetzt mal interpretiert. Heißt, schaffen wir es mit wenigern, ist die Challenge auch erfüllt, hoffe ich zumindest. Aber wir haben ja eine gute O-Line. Wir haben einen guten bis sehr guten Running Back. Das dürfte da schon alles funktionieren. Ich bin da mal relativ optimistisch. Ja, die Free Agents Periode ist an Dallas relativ, tja, relativ ohne Reaktion vollstatten gegangen. Cole Beasley verlässt uns leider nach Buffalo. Selber haben wir nicht groß gepickt. Ich denke mal, es liegt einfach daran, weil Dallas versuchen wird, die jetzigen Leistungsträger zu halten, was ich gar nicht verkehrt finde. Aktuell in der Saison natürlich die Marcus Lawrence. So. Für 25 Yards sind 5 Plays, also da steht nichts mit im Minimum. Der Ball ist auch passend an der 25-Yard-Linie. Das heißt, wir können auch nur laufen. Und dann werden wir auch genau das tun. Wir starten mit dem Halfback-Toss, laufen also parallel zur Line of Scrimmage und biegen dann nach vorne ab. So, und den Spaß machen wir über die linke Seite mit Frank Gore. Schöner Spin-Move und da ist der Touchdown gleich im allerersten Versuch. Und damit dürfen wir die Challenge schon geschafft haben. Ach, ich liebe diese One-Play-Challenges. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.